Ostfront animiert. 1944-45. Frühsommer 1944. Der Krieg hatte sich entscheidend zu Ungunsten Deutschlands gewendet. Die Streitkräfte der Achsenmächte waren fortwährend zurückgedrängt worden und sowohl aus Osten als auch aus Westen breiteten sich die Alliierten auf den Einmarsch nach Deutschland vor. Die Westalliierten hatten ihre Kräfte gesammelt, um die von den Sowjets geforderte zweite Front zu eröffnen. Die Deutschen hatten im Westen eine Streitmacht zusammengezogen und beabsichtigten, die Truppen der Westalliierten ins Meer zurückzuwerfen und sich dann wieder auf die Ostfront zu konzentrieren. Dort hatte die Rote Armee eine enorme materielle Überlegenheit erlangt. Die Sowjets hofften, den Krieg in einer zweistufigen Operation zu beenden. Zunächst sollten die deutschen Streitkräfte an der Ostfront auf ihren vorgeschobenen Positionen zerstört werden und ein Rückzug nach Deutschland verhindert werden. Nachdem die Achsenmächte stark geschwächt worden wären, würde die Rote Armee nach Deutschland einrücken und dessen Ressourcen an sich nehmen. Als ersten Schritt sollte Finnland besiegt und aus dem Krieg gedrängt werden. Dann würde die Rote Armee die deutsche Heeresgruppe Mitte einkesseln und zerstören. Danach sollten die sowjetischen Streitkräfte Richtung Weichsel und Ostsee vordringen, was dazu führen würde, dass die Heeresgruppe Nord abgeschnitten werden würde. Diese deutschen Streitkräfte würden dann gegen das Meer gedrückt und zerstört werden. Schließlich sollte im Süden ein Angriff zur Eroberung der rumänischen Ölfelder gestartet werden. Diese Operationen würden den größten Teil der militärischen Kapazität der Achsenmächte an der Ostfront zerstören und die Grundlage für einen Angriff nach Deutschland hinein darstellen. 1941 hatten die Finnen auf sowjetischem Territorium Verteidigungspositionen eingenommen. Seitdem gab es kaum Bewegung an der nördlichen Front. Der sowjetische Plan sah vor, die finnischen Streitkräfte auf ihren vorderen Stellungen einzuschließen, um dann ohne großen Widerstand in das Innere des Landes vordringen zu können. Der erste Angriff auf der karelischen Landenge drängte die finnischen Streitkräfte zwar zurück, diese konnten sich jedoch der Einkreisung entziehen und führten einen geordneten Rückzug durch. Die Sowjets starteten eine Offensive im Osten. Aber auch hier konnten die Finnen ihre Streitkräfte zurückziehen und an einer neuen Verteidigungslinie aufstellen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Schwerpunkt der Roten Armee auf den zentralen Teil der Front verlagert. Daher konnten sie keine Truppen für weitere Folgeoperationen gegen Finnland abstellen. Dies führte nach einem Waffenstillstand im September zum Ausscheiden Finnlands aus dem Konflikt unter weniger harten Friedensbedingungen, als dies sonst der Fall gewesen wäre. Durch den Separatfrieden Finnlands mit der Sowjetunion wurde die Präsenz der ehemals verbündeten Deutschen im Norden des Landes zum Problem. Die Deutschen nutzten das unwegsame Gelände zu ihrem Vorteil und zogen sich Schritt für Schritt zurück. Sie konnten sich der finnischen und sowjetischen Verfolgung entziehen und ihre Einheiten nach Norwegen evakuieren. Die Rote Armee stellte die Verfolgung ein und die großen Gefechte im Norden endeten. Während die Kämpfe in Finnland tobten, starteten die sowjetischen Streitkräfte ihren Angriff gegen die Deutschen im mittleren Frontabschnitt. Die Heeresgruppe Mitte konnte von südlich und nördlich der Pripjat-Sümpfe aus angegriffen werden. Die Sowjets hatten zwei große Truppenkonzentrationen aufgebaut. Die Truppenkonzentration im Süden der Heeresgruppe hielten die Deutschen für eine Bedrohung, die im Norden für ein Ablenkungsmanöver. Sie richteten daher ihre Aufmerksamkeit auf den südlichen Frontabschnitt. Diese Fehleinschätzung ermöglichte den Sowjets einen Überraschungsangriff auf die nördliche Flanke der Heeresgruppe. Da den deutschen Streitkräften untersagt wurde, sich zurückzuziehen, wurden viele Einheiten an der ursprünglichen Frontlinie eingeschlossen. Selbst Einheiten, die sich weiter zurückziehen konnten, erlitten dieses Schicksal. Die Rote Armee konnte so ohne viel Widerstand mit einer schnellen Zangenbewegung gegen Minsk vorrücken. Die Deutschen konnten die verbliebenen Truppen nicht rechtzeitig zurückziehen und wurden östlich der Stadt eingekesselt. Geschwächt durch die Halbierung der Kampfkraft der Heeresgruppe Mitte, konnte die Rote Armee ihren Vormarsch fortsetzen. Eine Möglichkeit, den Vormarsch zu stoppen, war ein Teil der Heeresgruppe Nord zurückzuziehen und einen Gegenangriff an der Flanke der vorrückenden sowjetischen Streitkräfte durchzuführen. Aus strategischen Erwägungen entschieden die Deutschen, die Heeresgruppe Nord an ihrer Position zu belassen und stattdessen die Rote Armee durch Verlegung von Einheiten von anderen Frontabschnitten aufzuhalten. Jedoch standen durch den Fokus auf die Westfront für die Ostfront keine einsatzbereiten Reserven zur Verfügung. Es sollte einige Zeit dauern, um genügend deutsche Streitkräfte von anderen Abschnitten der Ostfront zusammenzuziehen. Als sich die Front in der Mitte weit genug nach Westen bewegt hatte, schlossen sich die sowjetischen Streitkräfte im Süden der Offensive an. Dort hatten die Sowjets eine besonders starke Truppenkonzentration aufgebaut, die die Deutschen nicht aufhalten konnten. Nach dem Durchbruch wurden die Kräfte geteilt. Ein Teil sollte einen Brückenkopf über den Fluss Weichsel sichern, um die nächste Offensive vorzubereiten. Ein anderer Teil drehte nach Norden, um die Heeresgruppe Nord zu flankieren. Die Deutschen konnten letztlich eine Reserve gepanzerter Einheiten zusammenziehen, um die Frontlinie zu verstärken. Es bestanden zwei besonders kritische Probleme für die Deutschen. Der Durchbruch an der Südflanke der Heeresgruppe Mitte sowie eine große Lücke in der Front zwischen der Heeresgruppe Mitte und Nord. Die Deutschen beschlossen sich zunächst mit dem südlichen Problem zu befassen. Als sich die sowjetischen Streitkräfte Warschau näherten, löste der polnische Widerstand einen Aufstand in der Stadt aus. Jedoch trafen die deutschen Panzertruppen rechtzeitig ein, um die sowjetische Speerspitze zu blockieren und die Front wurde stabilisiert.
Inzwischen hatte die Rote Armee mit der Vernichtung der Heeresgruppe Nord begonnen. Sie hatte die Lücke zwischen den Heeresgruppen genutzt und stieß bis zur Ostsee durch. Der hierbei von den sowjetischen Streitkräften hergestellte enge Korridor durchtrennte die Landkommunikation der Heeresgruppe Nord. Die Rote Armee hatte jedoch nicht die Kraft, die Deutschen ins Meer zu drängen, sodass diese in der Lage waren, sich geordnet zurückzuziehen und dabei den Vormarsch der Sowjets zu verlangsamen. Dies gestattete ihnen, Panzerreserven an diesen Frontabschnitt zu verschieben und einen Gegenangriff zu führen, um die Landverbindung mit der Heeresgruppe Nord wiederherzustellen. Die Rote Armee machte nun Rast, um genügend Kräfte für die nächste Offensive zu sammeln, was, als die Offensive der Sowjets fortgesetzt wurde, den Deutschen ermöglichte, die Streitkräfte der Heeresgruppe Nord rechtzeitig zurückzuziehen. Vergeblich versuchte die Rote Armee, diese Einheiten zu stellen oder zu vernichten. Die Sowjets verlegten ihren Schwerpunkt nun auf den Süden und stießen hier Richtung Ostsee vor, wodurch die Deutschen aus dem Gleichgewicht gerieten. Bald erreichte die Rote Armee das Meer. Zwar konnten die deutschen Streitkräfte nicht ausgeschaltet werden, jedoch konnte die Heeresgruppe Nord abgeschnitten und im Kulon-Kessel festgesetzt werden. Die sowjetischen Streitkräfte weiteten ihren Angriff nun weiter nach Süden aus und erreichten erstmals Ostpreußen und damit die deutsche Vorkriegsgrenze. Die Deutschen hatten jedoch Zeit gehabt, wieder eine geschlossene Frontlinie aufzubauen und so geriet die Offensive in Stocken. Im Oktober endete die Sommerkampagne der Roten Armee im nördlichen und mittleren Frontabschnitt. Die sowjetischen Streitkräfte begannen nun mit einer langen Vorbereitung auf die zweite Phase ihres Plans, der Invasion Deutschlands. Während der sowjetischen Offensive im mittleren Frontabschnitt der Ostfront fanden schwere Kämpfe an der Westfront statt. Die Deutschen hatten ihre Truppen, Landung der Alliierten erwartend, an der französischen Küste stationiert. Da ihre Streitkräfte verteilt waren, konnte die lokale Küstenverteidigung in der Normandie die Bildung eines alliierten Brückenkopfs jedoch nicht abwehren. Die Deutschen sammelten ihre Truppen, um die Alliierten ins Meer zurückzudrängen. Letztlich hatten sie jedoch nur die Kraft, sie einzudämmen. Sowohl im Juni als auch Juli verlegten die Alliierten und die Deutschen immer mehr Truppen in die Normandie. Da sich die Deutschen aber auch mit der Krise an der Ostfront auseinandersetzen mussten, konnten sie nicht genug Truppen bereitstellen und im August brachen die Alliierten aus dem Brückenkopf aus. Ein Teil der deutschen Streitkräfte wurde zerstört, der andere musste sich schnell zurückziehen. Durch die Desorganisation aufgrund des schnellen Rückzugs konnten die Deutschen keine Defensivstellung an den diversen Flüssen Nordfrankreichs aufbauen. Der Vormarsch der Alliierten konnte erst im hügeligen Gelände vor der deutschen Grenze aufgefangen werden. Dort begannen die Alliierten mit den Vorbereitungen für ihren Vormarsch nach Deutschland hinein. Als die alliierten Streitkräfte aus der Normandie ausbrachen, begannen die Sowjets den letzten Teil des Plans, einen Angriff gegen die Heeresgruppe Süd. Im Laufe des Sommers waren immer mehr Kräfte von der Heeresgruppe Süd abgezogen worden, um die Krise der Heeresgruppe Mitte zu bewältigen. Trotzdem hatte die Heeresgruppe ihre vorgeschobene Linie am Fluss Dniester noch vor dem Fluss Prut und dem Donaudelta halten können. Ende August startete die Rote Armee ihre Offensive im südlichen Abschnitt der Front. Sie nutzten die verletzliche Aufstellung der Achsenmächte und schafften es, einen Teil von ihnen einzukesseln. Rumänien hatte auf einen passenden Moment gewartet, um sich aus dem Konflikt zurückzuziehen. Als nun ein großer Teil der deutschen Streitkräfte neutralisiert wurde, schlossen sie Frieden mit den Alliierten und erklärten Deutschland den Krieg. Die Rote Armee konnte sich nun ungehindert nach Süden bewegen. Die überlebenden deutschen Einheiten versuchten, die Front in den Karpaten wieder aufzubauen. Die Rote Armee zog jedoch entlang der Donauebene nach Westen, um sie zu umgehen. Als die sowjetischen Einheiten in Bulgarien einmarschierten, wechselte auch dieses Land die Seiten und mobilisierte seine Armee gegen die Deutschen. In den Karpaten wurden die Deutschen durch die ungarische Armee verstärkt und man versuchte, eine stabile Front entlang der Bergkette aufzubauen. Jedoch hatten sie dafür nicht genügend Zeit und mit Hilfe der rumänischen Einheiten nördlich der Berge konnte die Rote Armee die Pässe in die ungarische Tiefebene bei nur geringem Widerstand durchqueren. Nun wurde die Präsenz der Achsenmächte in den Bergen zur Gefahr und die Rote Armee versuchte, diese Streitkräfte mit einem Zangenangriff abzuschneiden. Der nördliche Angriff war jedoch nicht in der Lage, durch die Berge vorzudringen. Dies ermöglichte den Achsenmächten, sich auf die südliche sowjetische Speerspitze zu konzentrieren und diese zu zerstören. Dies verlangsamte den Vormarsch der Roten Armee so weit, dass die Streitkräfte der Achse ihre Einheiten rechtzeitig aus dem drohenden Kessel zurückziehen konnten. Der Verrat Rumäniens und Bulgariens sowie der sowjetische Vormarsch nach Ungarn drohten, die deutschen Besatzungstruppen in Griechenland abzuschneiden. Griechenland wurde von den Sowjets als strategisch nicht wichtig angesehen. Darum beschloss man, die begrenzten Ressourcen der Roten Armee an der südlichen Front auf Ungarn zu konzentrieren. Dies gab den Deutschen Zeit, ihre Einheiten von den Inseln zum Festland zu transferieren und sich fast ohne Verluste geschlossen aus Griechenland zurückzuziehen. Bis zum Kriegsende blieb der südliche Teil der Front für die Rote Armee zweitrangig und Kampfhandlungen dort überließ man örtlichen Formationen. Im Oktober war die erste Phase des sowjetischen Plans abgeschlossen. Es war ihnen gelungen, die Achse von der Versorgung mit rumänischem Öl abzuschneiden, der Heeresgruppe Mitte und Süd schwere Verluste zuzufügen und, da sie nicht vernichten konnten, die Heeresgruppe Nord im Kurland festzusetzen.
Nun war Deutschlands Verteidigung ausreichend geschwächt für den Einmarsch der Roten Armee. Während die sowjetischen Streitkräfte im Norden sich umfangreich vorbereiteten, sollten die Einheiten in Ungarn ihren Vormarsch fortsetzen. Dies taten sie dann auch, aber zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Achsenmächte von ihren früheren Katastrophen erholt und der Vormarsch der Roten Armee wurde zwischen den Karpaten und der Donau aufgefangen. Mit der Beruhigung des mittleren Frontabschnitts begannen die Deutschen mehr Truppen nach Ungarn zu entsenden. Die Sowjets konnten dennoch ihre Südflanke weiter westlich über die Donau ausdehnen. Ihr Vormarsch im Norden verlief währenddessen weitaus langsamer. Angesichts dieser Schwierigkeiten konzentrierte sich die Rote Armee auf ein kleineres Ziel, die Einnahme Budapests, wo die Achse eine große Garnison stationiert hatte. Im Dezember rückten die sowjetischen Streitkräfte langsam vor und schlossen die Stadt ein. Nach der Unterbrechung der Verbindung zu den Hauptstreitkräften der Achse begann eine kostspielige Operation, um die Stadt von den Verteidigern zu säubern. Mit Ruhe am nördlichen Teil der Front hatten die Deutschen Verstärkungen herangebracht und versucht, die Landverbindung mit der Budapester Garnison wiederherzustellen. Im folgenden Monat erreichten sie zwar einige Geländegewinne, konnten die Stadt aber letztlich nicht erreichen. In den letzten Monaten des Jahres 1944 bereiteten sich die meisten sowjetischen Truppen auf eine Offensive nach Deutschland vor und alle Fronten waren relativ ruhig. Die Deutschen interpretierten dies falsch, als Zeichen dafür, dass die Rote Armee sich verausgabt hatte. Sie verlegten Truppen nach Westen in der Hoffnung, durch Einkesselung der Truppen der Westalliierten in Belgien diesen eine entscheidende Niederlage zuzufügen. Während der Ardennenoffensive kam der Angriff jedoch zum Erliegen und die Alliierten begannen, die Deutschen zurückzudrängen. Da die Reserven aufgebraucht waren, blieben für den nun an der Ostfront beginnenden Kampf um Deutschland kaum Truppen übrig. Während der Kampfpause hätten die Deutschen die Möglichkeit gehabt, ihre Streitkräfte aus dem Kurlandkessel zu evakuieren, aber sie beschlossen, sie dort zu belassen. Man hoffte, nach dem Sieg über die Westalliierten die kurländische Position nutzen zu können, um eine Einkesselung der Roten Armee durchzuführen und die Verbindung nach Ostpreußen wiederherzustellen. Nun aber gab es kaum noch eine Gelegenheit, diese Truppen zu evakuieren. Mitte Januar hatten die Sowjets ihre Vorbereitungen für einen Großangriff auf Ostdeutschland abgeschlossen. Sie hatten drei große Streitkräftekonzentrationen aufgebaut. Die Truppen im zentralen Abschnitt sollten direkt Richtung Berlin vorrücken, während die anderen die Flanken nach Pommern im Norden und Schlesien im Süden sichern sollten. Zur gleichen Zeit sollten die verbliebenen Kräfte der ehemaligen Heeresgruppe Mitte in Ostpreußen eingekesselt und zerstört werden. Die Aufstellung der deutschen Truppen im Osten war ungünstig, da alle Reserven aufgebraucht und ein Großteil der Einheiten abseits der sowjetischen Hauptstoßrichtung stationiert waren. Die Offensive begann Mitte Januar. Die schwache deutsche Verteidigung im Süden und in der Mitte wurde beiseite geschoben und die sowjetischen Truppen rückten schnell vor. Der Nordangriff jedoch geriet in Ostpreußen ins Stocken. Der zentrale Angriff überholte infolgedessen den nördlichen und überdehnte so zunehmend seine Nordflanke. Die Deutschen warfen alle Kräfte nach Osten, um den sowjetischen Angriff zu stoppen. Nachdem die sowjetischen Streitkräfte die Oder vor Berlin erreicht hatten, mussten sie eine Entscheidung treffen. Entweder sofort in Richtung Hauptstadt vorstoßen, dabei jedoch Gefahr laufen, von der Flanke her eingekreist zu werden, oder erst die Flanken zu sichern und dann die Offensive von der besseren Position aus fortzusetzen. Sie entschieden sich für Letzteres. Durch die verlängerten Versorgungslinien und Logistikprobleme der Sowjets sowie die erfolgreiche Reorganisation der deutschen Streitkräfte erfolgten weitere Operationen langsamer als zuvor. Im Februar erweiterten die Sowjets ihre Flanken bis an die Pommersche Ostsee im Norden, zum schlesischen Sudetengebirge im Süden und drängten die deutschen Streitkräfte in Ost- und Westpreußen in kleine Kessel am Meer. Diese Verzögerung ermöglichte es den Deutschen, vor Berlin eine neue Abwehrlinie zu errichten, was die Sowjets mehr Ressourcen kosten würde, um ihren Vormarsch nach Westen fortzusetzen. Inzwischen hatte die Rote Armee Budapest geräumt und Vorbereitungen getroffen, um die Offensive wieder aufzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Deutschen sich wieder auf die Verteidigung Deutschlands konzentriert und Truppen nach Berlin verschoben. Dennoch hatten sie ihre letzten Panzertruppen nach Ungarn entsandt, da sie hier noch auf eine offensive Kriegsführung hoffen konnten und eine Einkesselung der Sowjets planten. Die Rote Armee hatte den Plan erkannt und beschlossen, die Deutschen zuerst angreifen zu lassen, bevor sie selber in die Offensive gehen würden. Zu dieser Zeit waren die Deutschen bereits zu geschwächt, um auch nur begrenzte Offensiven durchzuführen, und so wurde ihr Angriff von der sowjetischen Verteidigung absorbiert. Die Rote Armee griff danach an und warf die Streitkräfte der Achsenmächte zurück. Der Widerstand der Deutschen wurde stark reduziert und die sowjetischen Truppen zogen in Österreich ein. Nachdem sie Wien erobert und einen Teil ihrer Besatzungszone im Osten Österreichs gesichert hatten, wurde der Vormarsch gestoppt. Um die Rheinlinie zu halten, fehlten den Deutschen die Truppen, da ein großer Teil ihrer Streitkräfte nach Osten befohlen war. Mitte März überquerten die Westalliierten an mehreren Stellen den Fluss und rückten in das deutsche Hinterland vor. Sie setzten die meisten deutschen Streitkräfte an Ort und Stelle fest und fuhren mit der Einkesselung der deutschen Truppen im Ruhrgebiet fort. Nachdem die Westalliierten einen großen Teil der deutschen Streitkräfte neutralisiert hatten, verteilten sie sich in der Fläche und Stoßkeile bewegten sich nahezu ungehindert nach Nord- und Mitteldeutschland. Mitte April erreichten sie die Elbe.
Ungefähr dort endete der mit den Sowjets vereinbarte Verantwortungsbereich der Westalliierten für die Besetzung Deutschlands. Gleichzeitig zerstörte die Rote Armee die an der Küste Ost- und Westpreußens festgesetzten Reste der ehemaligen Heeresgruppe Mitte und entsandte die freigewordenen Einheiten Richtung Berlin. Mitte April wurde der Angriff auf Berlin gestartet. Die Rote Armee wollte verlustreiche Häuserkämpfe in der deutschen Hauptstadt vermeiden und umschloss Berlin daher zunächst vollständig. Die Stadt war somit von den sich meist außerhalb befindlichen deutschen Truppen abgeschnitten. Diesen befahl Hitler, in das eingeschlossene Berlin vorzustoßen. Sie waren aber zu schwach und konnten sich, wenn überhaupt, nur noch nach Westen durchschlagen. So konnte die Rote Armee Berlin in nur 10 Tagen erobern. Am 25. April trafen sich die sowjetischen und westalliierten Streitkräfte bei Torgau an der Elbe. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Deutschen die Kontrolle über den größten Teil ihres Territoriums verloren. Mit dem Verlust der Hauptstadt war der Krieg endgültig entschieden. In der letzten Operation des deutsch-sowjetischen Krieges schnitten die sowjetischen Streitkräfte in Böhmen den Resten der ehemaligen Heeresgruppe Süd den Rückzugsweg zu den Westalliierten ab, um ihre Kapitulation gegenüber der Roten Armee sicherzustellen. Am 8. Mai 1945 wurde die bedingungslose Kapitulation der deutschen Streitkräfte erklärt und bald darauf die letzten Widerstandsnester verbleibender Achsenstreitkräfte in Europa liquidiert. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa endet auch die Reihe Ostfront animiert. Eastory möchte sich bei seinen Patreons für die Ermöglichung bedanken, diese Videos erstellen zu können. Während dieser Serie hat sich Eastory nur mit einem Aspekt des Kampfes an der Ostfront befasst. Wer das Ganze aus einer persönlicheren Perspektive betrachten möchte, dem wird folgende Literatur empfohlen. Against the Odds, Survival of the Russian Front 1944-1945 sind Erinnerungen eines deutschen Soldaten, der im letzten Kriegsjahr gekämpft hat. Iwans Krieg, die Rote Armee 1939-45 versucht ein Bild des Krieges aus der Perspektive eines Soldaten der Roten Armee zu vermitteln. Und für Fans von echter Hardcore-Taktik kann ich meinen Favoriten, Small Unit Actions During the German Campaign in Russia, empfehlen. Es handelt sich um eine Studie, die aus detaillierten Beschreibungen vieler kleiner Einsätze an der Ostfront besteht, die ehemalige deutsche Offiziere für die US-Armee geschrieben haben. Um diese Bücher lesen zu können, können Sie sich für einen kostenlosen Probemonat bei Kindle Unlimited von Amazon anmelden und auf diese und viele weitere Bücher zugreifen. Damit unterstützen Sie auch den YouTube-Kanal Eastory. Die Links sind in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.